Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und irgendwie ist mein Plan hier gerade nicht so ganz aufgenommen. Ich wollte eigentlich bloß die Dinger hier wegmachen. Und plötzlich stürzt mir das ganze Dach ein und regnet nach unten. Jetzt muss ich den ganzen Krempel auch noch aufräumen. Na prima. Aber erstmal machen wir hier. Basteln wir das Ganze noch ein bisschen zurecht. Wir haben ja noch genug von dem Krempel. Mache hier eine schöne geschlossene Betondecke draus. Ich weiß, ich werde mich nachher für verfluchen, wenn ich doch wieder irgendwo noch ein Gitter setzen möchte. Das weiß ich jetzt schon. Aber so ist das Leben. Würde ich sagen. Ne, wir können ja gleich drinnen lang gehen. Ich werde gleich mal hier, wo wir schon mal hier sind. Der ist fertig. Eisengitter. Eisenstangen. Was sind die Dinger? Oh ja, noch 10 Stück hier drin. Aber trotzdem mal noch 10. Und dann muss ich hier drinnen erstmal ein bisschen aufräumen. Was hier so runtergeputzelt ist. Aber wir haben ja Gott sei Dank eine Kettensäge, da geht das ja recht fix. Eigentlich wollte ich die Decke erst zumachen, damit ich das ganze Chaos nicht hier unten habe. Aber hey. So, geht das doch. Eigentlich müsste ich jetzt hier auch noch was wegräumen, also wegmachen und dafür Gitter hin tun. Aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? So, jetzt können wir hier die Gitter reinmachen. So habe ich mir das nämlich gedacht. Dann kann man hier stehen und schießen, wenn die hier die Wände demolieren wollen. Die bösen Jungs. Und die bösen Mädels, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Kriegt man hier? Ja, das geht, ohne dass es zusammenfällt. Aber ich sag mal so, ne, wenn wir hier die Hütte fertig haben, dann haben wir, glaube ich, wieder 2 Level geschafft oder so. Vor allem, wenn ich mir meine Hütte dann wieder selber kaputt mache. So wie hier. So, und dann gehen uns schon wieder die Stahlgerüstblöcke aus. Das ist nicht cool. Ist gar nicht cool, aber wir haben ja schon wieder welche in der Herstellung hier. Hier mal so hoch hüpft, du. Wir haben keinen Beton mehr. Juhu. Wir haben keinen Beton mehr. Das ist aber völlig uncool eigentlich. 16 Beton haben wir noch.
Naja, dann räumen wir hier erstmal wieder ein bisschen ab. Aufräumen muss ja auch sein. Habe ich mal gehört. Auf jeden Fall meine Mama ganz früher immer öfter gesagt, ich muss aufräumen. Ich habe mir dann immer so gedacht, ja, ja, aufräumen kann ja jeder, ne? Das, dafür hat es noch gereicht. Okay. Oh, hier ist ja noch 100. Ach so. Guck mal. Guck mal da. So, Zement. Dies und dies. Und... So. Das war es auch schon wieder. Steine haben wir drin, also können wir wieder Zement herstellen. Ganz viel. Wunderbar. Naja. Naja. Warum auch nicht? Habe ich das nicht gerade erst gemacht? So, Level 45. Freunde. Geht doch. Brauchen natürlich trotzdem noch ganz, ganz viele Punkte. Bis wir das dann mal alles bauen können, was wir so bauen wollen, ne? Ist mir jetzt egal, wie rum die zeigen. Hauptsache die. Zeigen überhaupt. Die sind überhaupt oben. So, dann kommen hier auch noch welche hin. Puh. Oh, wir haben schon wieder keinen Beton mehr. Ich weiß nicht. Leute, so viel Beton kann noch kein Mensch herstellen. Ich hier verballer. So viel kann noch kein Mensch herstellen. Ein Vorteil hat das Ganze, was wir hier tun. Wir haben unheimlich viel Holz für die Schmieden. Das ist ein unheimlicher Vorteil. So, eigentlich hätte ich auch noch vor, noch ein paar Blade Traps zu platzieren, aber ich weiß noch gar nicht wo und wie und warum ich das machen kann, soll, darf, muss. Müsste ich ja hier noch irgendwie ein paar Laufwege bauen, die die Zombies beim Blutmond dann nehmen müssten. Muss ich mir noch mal ausdenken. Auf jeden Fall kommen noch Geschütztürme hin. Also falls wir denn mal irgendwann die entsprechenden Teile dafür
Idee kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das genau wie die Schrottgeschütztürme, dass du da Teile für brauchst. Kann ich mir so denken. Mein Gott, ist das ein Spritfresser. Ist das ein Spritfresser? Ja, hier ist diese scheiß Bordüre vom Schrank im Weg. Ja, sieht doch schön aus. Nö. Schieben so viel Schießpulver. Es ist schön, so viel Schießpulver zu haben. Alter, was? Okay, also wir brauchen ganz, ganz viel Zement. So viel steht fest. So, halbe Dach ist fertig. Ich habe ja schon wieder ganz neue Ideen, aber ich glaube, da werdet ihr mich für verrückt erklären. Ich will nämlich, die Wände hier, die es hier so gibt. Was ist denn da los? Na, Holz hin. Ist doch gar nichts runtergefallen. Ich will nämlich hier links und rechts von diesem Graben. Wir haben kein Eisen dabei. Will ich auch noch ausschachten. Und dann kommt da ein. Auch noch ein Betonring ringsrum, dass sie sich hier nicht reingraben können, weil wir haben ja festgestellt, Zombies buddeln ja auch ganz gerne. Und demzufolge möchte ich das vermeiden, die sich hier einfach so durchbuddeln. Rausbuddeln oder wie auch immer. Dann haben wir natürlich auch schlechte Karten, wenn wir da reinfallen, aber müssen wir uns halt wieder ein bisschen vorsehen. Jo. Ansonsten. Kriegen wir gar keinen Zombie-Besuch in letzter Zeit mehr. Das ist irgendwie seltsam. Sehr, sehr seltsam. Finde ich. Da kommt Loot. Ja, sicher, da hinten. Irgendwo mitten in der Pampa oder was? Wer soll denn da hinkommen? Da findet doch kein Mensch. Boah, ernsthaft. Ernsthaft. So, was machen wir jetzt noch Schönes? Den Loot da hinten holen? Keine Ahnung. Das so sinnvoll ist, da jetzt mitten in die Pampa zu fahren. Eigentlich könnten wir es mal machen, oder?
mir jetzt gerade irgendwelches. Wir sortieren mal aus. Nee, das nicht. Ditte, ditte. Ditte, ditte und ditte. Und ditte da. Ja gut, komm, dann fahren wir mal. Loot holen. Da hinten ist das. Dorhinde ist das. Keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist. Die ist kalt, ja, mich auch. Ui. Genau, eine Stadt waren wir hier schon. Na hoch. Na hoch. Wir müssen gleich nochmal zurückkommen. Da oben ist ein Schloss. Da müssen wir auch noch hin. Da geht's bloß wie. Tschüss, Moped. Ja. Cool. Ist das euer Ernst? So, wir gucken uns hier nochmal ganz kurz die Baustelle an, weil ich halt. Vogelnest. Vogelnest. Ein Ei. Nee, weil ich brauche ja Zement, ne? Da hatten wir ja gerade festgestellt, da haben wir ja wieder gerade Mangelware. Ganz viele Vogelnester, wir können wieder Speck mit Eiern herstellen. Gefällt mir. Moped da. Hallo. Mit. Der andere ist noch weit weg. Kein Ei. Ja, ich würde sagen, ne? Tja. Ja, guten Tag. Gucken hier mal fix rein. Ob wir hier irgendwas Brauchbares noch finden. Außer Zement. Du mich so erschrecken? Ist ja wohl nicht. Ah, jetzt sind sowieso alle wach.
Bob, der Baumeister, ist auch am Start. Ich habe auch einen Haufen Zeugs vor mir. Na, schafft er es? Shotguns Messias. Na Freunde, ich würde sagen, einen Schatz gefunden oder so. Ja, wir gucken hier nochmal schnell rein. Und das Ding müssen wir knacken. Na, saubere Sache das. Alter, geil. Eine Magnum. Wasser reinigt. Ja, schön. Hat sich doch ein bisschen gelohnt, würde ich sagen. Ja, noch eine Kiste. Okay. Ja, so, bevor wir jetzt hier weiter in den Zement einsacken, muss ich scheinbar erstmal nach draußen was rausbringen. Und ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil ist ja schon wieder voll, die Folge. Geht's hier irgendwie? Ah, hier geht's auch noch lang. Ach, hier waren wir schon. Okay, alles klar. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, macht's gut.